Weil ohne Wasser einfacher. Davor hatte ich früher immer ein bisschen Schiss. Das war für mich irgendwie gruselig. Vor allem wegen diesen Roboterfischen. Ich mochte die nicht. Wiederholen. Und wir machen Wasser an. Wassermarsch. So. Das Lustige ist auch, dass die Fischis da nicht rausgeschwommen kommen. Aber na gut. Ich dachte, hier wäre noch was. Aber da ist noch was. Da oben ist auf jeden Fall noch was, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Ich glaube, das sind ganz viele Gegner. Da oben wartet auch schon der unser Freund Geldsack auf uns. Haben wir alles? Sieht gut aus. Na gut, dann labern wir mal mit dem. Hi Spyro! Du bist härter, als du aussiehst, um es hierher zu schaffen. Du wirst aber auf keinen Fall an den Metallhain vorbeikommen. Aber ich könnte dir wohl mein U-Boot leihen. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. 100, das ist ja... Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Das U-Boot ist 100% haisicher. Das garantiere ich. Sehr gut. Dann rein in das Ding. Steuern müssen wir das Ding nicht. Ich weiß nicht, ob es hier einen Könnerpunkt dafür gibt, dass wir diese Algendinger kaputt machen. Ich weiß es nicht. Schon wieder eine gezimmert bekommen. An sich sind wir gleich schon durch mit dem Level. Aber da gibt es noch so einen extra Part, sag ich mal. Der nicht so dolle ist. Weil er ist ziemlich weit offen. Und da kann man gerne mal Edelsteinchen übersehen. Also auf jeden Fall ist hier jetzt alles unter Wasser. Kein bisschen Luft mehr. Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten, dass du diesen Talisman von Aquaria als Erinnerung an uns erhältst. Gib her das Ding. Wie sieht das aus? Eine Muschel. Auf jeden Fall schöner als diese anderen komischen Dinger, die so platt aussehen. Ich wollte gerade Feuer machen gegen... Ach, guck mal. Das brennt. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir ja mal die... Hält aber lang. Die Haie kaputt. Das kann man die nicht kaputt machen. Scheiße. Ich bin mir nicht sicher.
geht's denn hier wieder zurück? Da machen wir nämlich noch die restlichen kaputt. Da war auch noch eine Alge. Ich glaube, das ist eine. Schätze ich mal. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal die restlichen Haie kaputt. Weil hier kann nämlich auch noch mal lang. What? Instant Death? Alter Vater! Na gut, da muss ich nichts mehr... Ach, jetzt ist das Ding auch weg. Ist der Fettsack jetzt eigentlich noch da? Ach, guck mal, da ist noch ein Luftbläschen. Wollen wir nicht mitfahren? Können wir auch lang schwimmen? Aber hier haben wir soweit alles an den Dingern. Auf jeden Fall geht das nicht. Außer wenn da wirklich so eine Luftfang-Dings ist. Ich denke mal, oben sind ganz viele der Dinger. Ach, wir schwimmen einfach mal nach oben und gucken mal. So, wir haben jetzt hier alles geholt. Dann geht's hier nach oben. Ich meine, das ist eins. Ah, dann machen wir hier erstmal alles. Wir konnten ja, glaube ich, alles holen, ne? Irgendwo ist ja auch noch ein Jäger. Aber wir holen erstmal alle Edelsteine. Auf jeden Fall, ich hatte immer ein bisschen Schiss, rauszuschwimmen. Obwohl das nicht geht. Hier ist nämlich irgendwann Ende. Da. Aber ich mochte das nicht, dass das da so offen ist und man nicht sieht, was da ist. Das ist halt schwer verteilt und wir sind auch noch in Stockwerken verteilt, ein bisschen. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Vielleicht können wir dann... Da ist Ende. Da sind noch welche. Das meinte ich mit auf Stockwerke verteilt. Da sind auch noch welche. Oh, ein 25er. Da hinten ist Jäger, haben wir gerade gesehen. Vor allem der Gepard im Wasser. So, dann machen wir erstmal das vom Jäger hier. Ich habe versucht, meinen neuen Hausrochen zu zähmen. Aber er will nicht gehorchen. Hey, du hast die richtige Größe, um auf seinem Rücken zu reiten. Bereit, den Rochen zu zähmen und ob. Toll! Ups. Spring auf seinen Rücken und steuere ihn durch alle Blasen, die erscheinen. Und vergiss nicht, dass er nagelneu ist. Also versuch, keine Beulen oder Kratzer reinzumachen. Rochen durch Parcours reiten. Ob wir das hinkriegen? Will
Darit, was? Ja, ich will's nochmal. Ich hab den letzten, hab ich verkackt. Ach ja. Das war der letzte, glaube ich, den ich verkackt habe. Mal ein bisschen größere Kurve jetzt. So. Gut gemacht. Ich denke, dafür schulde ich dir was. Hier, nimm diese Kugel. Ich habe sie in einer der Flossen gefunden. Dankeschön. Hegert voll die dünne, schmale Taille. Da der Rochen jetzt gezähmt ist, würde ich ihn gerne in Rennform bringen. Willst du ihn durch einen schwierigeren Parcours reiten? Wenn sein muss. Okay, viel Glück. Jo. Ja, ist gut. Ich will doch einfach nur reiten. Du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich brauchen. Du kannst auch die Kugel aus der anderen Flosse haben. Ich will gar nicht wissen, wie das Ding aussah. Mit den zwei Kugeln. Tut mir leid, Kumpel. Ich habe keine neuen Aufgaben für dich. Im Moment. Im Moment. Und da dachte ich früher immer, dass man, wenn man später nochmal dahin kommt, dass der dann noch eine neue Aufgabe hat. Also im Moment gesagt hat. Und dann gehen wir jetzt zu dem Dicken. Zu dem Schwangeren. Da ist er. König. Die Wasserwerker haben 6 meiner Kinder entführt und sie oben in den Zahlentürmen versteckt. Ich habe etwas Sprengstoff besorgt, um die Türen der Türme zu sprengen. Wenn du die Spitze der 6 nummerierten Türme erreichen kannst, sind meine Kinder gerettet. Spitzen der Türme erreichen. Türme öffnen sich der Reihe nach. 4 von 5 Sternen. Gut, dann fangen wir mal an in der 1. Hier sind eigentlich nur Kram und Strom drin. Yay! Ich dachte, das wird noch weitergehen, aber es wird dann anscheinend abgeschaltet. 2 war irgendwo. Da. Und das nächste hätten wir. Dann geht's jetzt zur 3. 4. Wo ist die 4? Irgendwo da. Nummer 4 hätten wir auch gerettet. 6 hat er gesagt, ne?